Herzlich willkommen bei S21 Bau-TV. Mario hat wieder Bilder geschickt. Er war an der, Neubaustrecke ist richtig, an der NBS. Projekt NBS beginnt ja eigentlich nicht erst in Wendlingen. Und hier sind wir noch in Denkendorf. Blick auf die beiden Brücken. Und also die neue Fahrspur dorthin, Sulzbach-Viadukt und Sulzbach-Talbrücke, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier, das müsste die Ausfahrt sein, der Untertunnelung, der A8. Ich war ja genau an der Stelle schon mal beim Presseinfotag und bin da reingegangen und deswegen würde ich mal sagen, das ist so, wie ich gerade gesagt habe, obwohl damals die Betonverkleidung noch nicht so komplett war, das Portal. Aber wenn er in Denkendorf begonnen hat, den Spaziergang, ist logisch, dass das gerade die Autobahnunterführung war. Und es passt auch hier, Blick nach Süden, links ist die Autobahn und hier ist die Neubaustrecke. Und das Sulzbach, jetzt weiß ich nicht genau, ob Sulzbach Viadukt war oder Sulzbach Talbrücke, ich glaube eher die erste. Mit Verkleidung, mit Seitenwand. Also Sulzbach-Talbrücke, Richtung Denkendorf eine Schallschutzwand, wobei die vielleicht auch ein bisschen als Windschutz unterstützt. Weiter geht's auf offener Strecke und da hinten müssten wir das Sulzbach-Viadukt sehen. Wer ganz weit im Kanal sucht oder auch nach Flugvideos. Damals haben wir die Drohne dort eingesetzt. Das waren oder sind coole Aufnahmen. Autobahn und auch Eisenbahnstrecke mit Lärmschutz nach links, denn links liegt Denkendorf. Jetzt nochmal Blick zurück. Sulzbach-Talbrücke. Da wird jetzt Kilometer für Kilometer umgewandelt in eine Fahrstraße. Im Hintergrund mittlerweile zu sehen die B313 Überquerung. Die kennen wir nun zur Genüge. Dann kommt ja gleich die Neckarbrücke und die Neckartalbrücken. Blick auf die Tech, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ein Blick nochmal zurück. Richtung Stuttgart.
Die arbeiten fürs Abwasserrohr entlang der Strecke. Und ich nehme an, auch Infrastruktur. Jetzt sehen wir auch schon die Brücke oben rechts und unten ist die zukünftige Ausfahrt links von den Armierungseisen zu sehen gewesen. Jetzt sieht man es da unten nochmal. Alpvorland Tunnelportal, Bildmitte. Jetzt muss ich erstmal nachdenken, was könnte das sein? Die Neckarbrücke. Offensichtlich, da unten fließt Wasser. Und die Neckartalbrücke wäre auch die Straße drunter, also müsste es die Neckarbrücke sein. Im Hintergrund die Autobahn. Jetzt sind wir bei der Neckartalbrücke. Sie überquert die Straße und die Eisenbahnverbindung und das Portal Alpvorland Tunnel. Rechts die beiden für die Schnellfahrstrecke und links die Ausschwenkung nach Wendlingen für den später Güterverkehr. Hier kommt auf der anderen Seite der Autobahn wieder raus. Und in 2 Jahren, beziehungsweise nächstes Jahr, wenn der Teil Neubaustrecke in Betrieb geht, also von Ulm bis hierher, bis Wendlingen, hier können dann die Züge aus- und eingeschwenkt werden. Oder aus- und eingeleitet. Das ist nochmal der ganze Bereich. Von der Unterboinger Seite aus. Und jetzt muss ich überlegen, ob wir schon in Oberboingen sind. Nein, das war diese Seite hier. Also jetzt sehen wir unten die Neckartalbrücke für die große Wendlinger Kurve rechts und für die Neubaustrecke links. Und hinter der vollgeschmierten Wand, da ist diese Ausleitung nach rechts unter der Autobahn durch und ich glaube, das haben wir gerade gesehen in den Bildern, in denen ich mir ein bisschen unsicher war. Denn in Oberboingen ist er noch nicht bei seinem Spaziergang, wobei ich auch gar nicht weiß, ob er noch rüberläuft, denn ich habe nicht alles angeschaut. Ich will mich auch ein bisschen überraschen lassen. Wenn er uns schöne Sonnenuntergangsbilder bringt. Also alles noch Portal, Alpvorlandtunnel. Nicht zu sehen, aber links ist dann das Portal. Jetzt haben wir es im Bild. Blick zurück. Richtung Neckar, jetzt wieder zum Portal. Also er läuft zum Portal direkt hin und dann drüber hinaus, so wie es aussieht. Na, einsamer Bagger beim Sonnenuntergang. Jetzt ist er oben rum und wir sehen
die große Wendlinger Kurve, also den Tunnel dazu. Und von drüben nun Blick auf die Neckartalbrücken. Ja, das Gelände modelliert sich oder wird zurückmodelliert, so müsste man es ausdrücken. Wenn ihr das Gebäude kennt, möchtet es doch bitte mal in die Kommentare schreiben. Also er ist wieder zurück, nicht ganz bis Oberboingen gelaufen. Noch ein bisschen die verschiedenen Einblicke. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.